sind wir in Sicherheit. Hier kann uns keiner mehr was. Du, Claudi, da schau doch mal. Oh. Da haben sie ja schon wieder deinen Steckbrief angekleistert. Ja, verfluchte Bande, dass sie den roten Brüdern nehmen. Die respektieren überhaupt keine Grenzen mehr. Ja, die Herren Bolschewiki, du, die lassen sich was kosten. Internationale Kommission! Schlagerfolter! Ich muss mit dem Buckel runter! Aber wo bleibst du denn, Christian? Was ist denn los mit dir? Du bist ja so zerstört! Ach, Fido, auf hier klebt das verfluchte Plakat. Ich habe eben einen berühmten Bruder. Du, versuchst du mal, ob der Soldat da vorne dich versteht. Glaubst du, dass ich mehr Glück haben werde? Na gut, also, ihr bleibt aber alle hier, ja? Nicht wieder weggelaufen, du. Where is the International Settlement? Down the main street and turn to the left. Ah, right. Thank you. Jetzt gehen wir in die internationale Niederlassung. Die Hauptstraße runter und dann links. Gut, Bim! Na Kinder, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gehen wir direkt in die internationale Niederlassung. Zusammenbleiben! Ah! Ah! Schon wieder welche. Immer neue. Wartet nur. Euch werden sie auch bald haben. Kommt wohl von Russland drüben. Seid ausgekratzt, hä? Wie wir. Auch eine Wolga-Deutsche. Die arme Frau. Wir müssen ihr helfen. Ach, Unsinn. Wir müssen uns jetzt selber helfen. Komm. Auf nichts einlassen. Vorwärts, wie alle nach. Damit ihr es wisst, die roten Kommissare sind in der Stadt. Vielleicht werden sie auch keine Ausnahme machen. Uns haben sie die Männer weggefangen. Ja, ja, die Männer fangen sie weg und schaffen sie zurück nach Moskau. Hat das gehört? Kinder, da blüht uns schon auf aller Hand. Kein roter Kommissar ein Haar mehr krümmen.
The High Commission invites the German delegate to state his complaints. Die Hohe Kommission bittet um den Vortrag der Beschwerde des deutschen Delegierten. Herr Vorsitzender, meine Herren, es sind mir zahllose Fälle bekannt, in denen wolgadeutsche Männer, Frauen, Familien mit ihren Kindern, nachdem sie glücklich das russische Gebiet verlassen hatten, auf fremdem Gebiet von Sowjetkommissaren wieder eingefangen worden sind. Die Hohe Kommission... Ach was, Kommission! Kommission! Was heißt hier Kommission? Wenn wir auf die Kommission warten, dann können wir Tag und Nacht hier stehen. Wir verlangen, dass man uns einlässt. Wir sind Deutsche! Bedarda, solange Sie sind ohne Passe, solange sind Sie ohne Staat. Wir pfeifen auf die Kommission! Die kennen wir! Die tagen und tagen! Und inzwischen gehen Millionen Menschen zugrunde! Pippi, mach's auf! Ты тоже из них банды. Оставьте, вы ошиблись, я не... Молчи, сволочь белогвардейская ты! Замолчать! Прыщну русь дойч! Ой, швердный вердизал, срайся, рай, шон абдивен! Отвести его! Вы ошиблись, я из Москвы! Вперед, а? Ich will nicht! Ich will nicht zurück nach Moskau! Ich will nicht! Вперед его! Ради бога, это не я! Это не я, это ошибка! Вот мои документы. Исто Хайнер фон Денен, ди нахи братан и Таубен зухан. Отвести его. Вот мои бумаги. Вот мои бумаги. Отчист! Нет! Я что не Russland! Я тебе гар кайн речь! Ich werde mich beschweren! Der Herr Konsul lässt Ihnen raten, die Beschlüsse der Kommission abzuwarten. Wie lange denn noch? Ja. Bei Ihnen gehen Sie in der Verfassungskommission. Famose Brüder seid ihr. Feine, geleckte, geschmiedelte Burschen seid ihr. Euch ist ja egal, was mit uns passiert. Und wenn wir verrecken, das wollt ihr ja nur, das ist euch bequemer. Wenn die armen Teufel aus der Welt verschwinden, dann habt ihr keine diplomatischen Verwicklungen mehr. Was? Aber du weißt ja nicht mehr, was du redest. Verzeihen Sie, mein Bruder. Georges, please to clear the stairs. I'm very busy. Clear the stairs. Das ist alles, was Sie darauf zu sagen haben. Kannst mich ruhig loslassen. So einem begreife ich mich schon gar nicht. Schämen Sie sich denn gar nicht? Wir sind doch auch Menschen. Sorry, then let me disturb you. Get out of the way. Hang up here. Don't you hear me? Lump! Geh raus! Laudi, sagen Sie auch dem Herrn, dass er sich nicht zu genieren braucht. Wir sind ja bloß Deutsche. Germans! Wehrlos! Vogelfrei! Mit uns kann er ja machen, was er will. So, mit euch kann man also machen, was man will. Ihr seid ja auch nicht im Dreck besser als die zu Hause. Mit Bettel und Winsel wollt ihr euch also durchs Leben schlagen, was? Vom Mitleid anderer Leute wollt ihr leben, was? Das ist jetzt wohl Mode bei uns zu Hause. Und wie ich sehe hier auch, und überall in der Welt, wo ein Deutscher nach Luft schnappt. Wenn man euch obendrein noch einen Fußtritt gibt, geschieht euch recht. Halt her, auf ein Wort, Herr. Also Deutscher sind Sie. Lass doch den Mann in Ruhe. Sie sind Deutscher und hetzen fremdes Militär gegen Ihre eigenen Landsleute. Ja. Landsleute, habt ihr vielleicht geglaubt, ich würde euch deshalb gleich um den Hals fallen vor lauter Rührung? Ich bin nicht abgehauen aus Deutschland, um hier eine vaterländische Filiale zu gründen. Davongelaufen! Ja. Ich bin weggelaufen, weil es mich schon ankotzte, immer denselben Mumpitz und das Gebettel zu hören. Lass uns nicht mehr gefallen! Protest, das
lassen wir uns nicht mehr gefallen. Ja, protestieren, das ist bei euch das höchste der Gefühle. Macht bloß schnell, dass ihr hinkommt nach Deutschland. Da passt ihr großartig hin. Wie kann man so von seinem Vaterlande sprechen? Jawohl, das kann man, mein Fräulein, wenn Sie einen in der Heimat so weit getrieben haben. 4 Jahre, 3 Monate Gefängnis, Ehrverlust, Stellung unter Polizeiaufsicht, verliehen vom Staat. Für meine Liebe zum Vaterland. Vaterland, mich braucht's nicht, schön, ich brauch's auch nicht. Beruht also ganz auf Gegenseitigkeit. Na, Ihre Privatangelegenheiten interessieren uns nicht. Und Sie haben erwartet, dass mich Ihre interessieren? Lass ihn doch laufen. Ich glaube, das ist ein Wanderprediger. Was? Das ist gut, ja. Der Kerl kann ja spucken, solange er will. Uns trifft's nicht. Ja. Kommt, wir wollen es beim Bahnhof probieren. Los. Oh ja, zum Bahnhof, vielleicht kriegen wir Wasser, vielleicht fährt noch ein Zug. Ja, ich glaube nicht. General，到火箭上左边稍微有点吃紧，请即刻派炮兵赶进增援。粮草有点缺乏，请也赶紧往那边运。伤兵很多，请快派这个汽车到那边接着。Your Excellency。 Will you please give the necessary orders so that I can leave the town at once? Leave. Sie sind Deutscher. Seine Exzellenz, Herr General, sei untröstlich, Ihnen nicht weiter können zu helfen zu einer Abreise von hier nach Peking. Sagen Sie, seine Exzellenz, er möge sich das Papier mal ein bisschen genauer ansehen. Ich stehe nämlich in Diensten der Zentralregierung. Der Verwaltungsresident der japanischen South Manchurian Railway hat angeordnet, dass man mir in meiner Eigenschaft als Instruktionsoffizier der Armee der Kommunitang eine Benzindresine zur Verfügung stellt. Seine Exzellenz, der Herr General, bedauern, Ihnen sagen zu müssen, mein Herr Arnett, die militärische Situation nicht erlauben, Ausnahmen zu machen. Kriegszustand. Es seien alle Fahrzeuge beschlagnahmt für militärische Zwecke. Dann geben Sie mir ein Auto. Auch die Autos. Sagen Sie seiner Exzellenz, dem Herrn General, ich kenne seine Taxe, aber ich denke nicht daran, 10.000 Mexiko-Dollars zu bezahlen, um hier Kabinen verlassen zu können. Über kurz oder lang wird doch Shanghai-Check hier oben im Norden aufräumen. Und die Herren, die jetzt die Bevölkerung drangsalieren, einen Moment, mein Herr Arnett. Seine Exzellenz, Herr General, fasziniert ist von Ihrer Offenheit. Und? Er gibt Ihnen Rat eines Freundes. Sie können zurück sofort die internationale Niederlassung, wenn Ihnen liegt an Ihren Leben. Danke. Und sagen Sie seiner Exzellenz, dem Herrn General, ich werde es vorziehen, mich nach einer preiswerteren Reisegelegenheit umzusehen. 5 km weit, wo wir die übrigen Jinduk-Partien gestapelt haben. Unsere Zensur, wir können die Zensur abbauen. Doch schau. Erregt euch nicht auf. Es wird ja alles wieder gut. Wieso denn? Aus dieser Stadt kommen wir nicht mehr fort. Ich lebe nämlich dort, das sage ich euch. Ist die Zulassung von Militär besetzt. Ein bisschen Wasser. Hier eine Flasche Wasser. A bottle of water. Sui, ich bezahle hier. Hier, bezahlen Geld. Chin, Chin, Storoblee. Storoblee für eine Flasche Wasser. Wasser, 100 Rubel. Versteht doch, hört. 100 Rubel. Wasser.
Hier am Bahnhof sind Sowjetkommissare gewesen. Was habe ich euch gesagt? Wie tut es aus? Sie haben den Bahnhof abgesucht. 12 haben sie aufgegriffen. Von einer Stunde her. Umso besser. Und da werden sie so bald nicht wiederkommen. Ihr sitzt in der Falle. Es gibt kein Wasser mehr in der Stadt. Es ist nur ein einziges Reservoir intakt und... Das ist fürs Militär. Hat keinen Zweck. Es wird kein Zug mehr. Das ganze Bahnpersonal ist fort. Bins! Bins! Alles umsonst gewesen. Verflucht. Jetzt ist aus. Um Gottes Willen, Bins. Doch nicht wieder ein Anfall. Das hat gerade noch gefehlt. Bins, ja. Nimm mir Wasser. Nimm dich zusammen, Bins. Wir müssen auf alle Fälle aus der Stadt raus. Weiter draußen werden wir auch Wasser finden. Geht's noch? Los! Auf! Mach doch schon! Er kommt hier zum Einsteigen! Komm, Melle, komm! Wir müssen weiter! Hat ja doch alles keinen Zweck. Aber das hast du schon so oft gesagt. Und sie ist doch immer weitergegangen. Na komm! Es wird schon gehen! Komm! Los, noch! Komm doch! Hallo. Hallo. Na, Panja? Zwerchen tot? Na komm. Na komm. Komm. Na komm mit. Du. Kann ich gut gebrauchen. Komm. Was ist denn? Sie kann nicht mehr. Wehle. Komm, Wehle. Wehle, hier. Ich noch mal. Nein, ich will es noch nicht. Anfang nicht mehr. Ach, ich kann schon. Komm, komm. Was ist denn? Wehle, geht's. Wehle, geht's. Wehle, geht's. Na, nun komm, Panje. Siehst du, jetzt gibt's Wasser. Ich hab wohl zu viel versprochen, was? Na, nur nicht weich werden, komm. Na, komm. Komm, 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 komm. Na, komm, los. Los, hier, hier. Na, komm. Ich hab's dir gleich gesagt, ich will nicht. Da wo soll das Wasser auch herkommen? Oh, hör mal her! Da ist ja noch ein Brunnen! Halt, los! Was schießen Sie hier hin? Hey! Leute! Lauli!
Aber lauf mir nicht weg. Komm hier. Scharbin ist wohl zu klein für uns beide, wie? Zu klein? Das ist wohl möglich. Aber dem kann ja abgeholfen werden. Sie denken wohl dabei an ein amerikanisches Duell, hm? Oder vielleicht am Knobelbecher? Oder haben Sie einen anderen Vorschlag? Seien Sie vorsichtig, Herr. Sie haben keine 50 Mann Eskorte hinter sich wie vorhin. Bin's. Wenn die Maschine gehörten, wir gleich sehen, Herr. Ich schlag vor, wir warten damit bis Smukten oder Peking. So. Reg dich doch nicht wieder auf, Bim. Was willst du machen? Wir reden bald vergehen, Herr. Wenn ich Witze mache, schreien Sie sich tot. Jetzt ist genug. Lass doch. Ihr Freund oder Beschützer, der ist so grob und gewalttätig zu mir. Raten Sie ihm ab, mit mir anzubinden. Er ist ziemlich fertig, wie ich sehe. Und ich bin ausgeruht. Auch Sie wollen mit dieser Maschine fort von Schabin? Ja, erraten. Das sind doch unsere Interessen die gleichen. Stimmt. Wir oder er. Aber Bims. Wozu streiten? Sie haben die Situation vollkommen erfasst, mein Polle. Die Maschine kann in 3 bis 4 Stunden fahrbereit sein, wenn wir Glück haben. Da gibt's schon den Mutter. Nein, ich will ja nicht. Ich, kann auch, ich muss doch. Lasst mich doch. Halt! Halt! Geh los! Ich muss doch noch mal runter. Warum denn, ja? Na, wer schon? Hey, lass mich doch darum. Was sein muss, muss sein, was? Malaria, was? Malaria. Mein Bruder fürchtete sich schon den ganzen Tag davor. Tut mir leid, dass ich's gewusst hätte, ich ihren Bruder nicht so hart angefasst. Na, bis wir abfahren können, ist Fieber wieder runter. Wenn wir nur Wasser hätten. Ja, 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 Wasser. Woher nehmen? Aus der Maschine kein Tropfen. Jeder Tropfen ist für uns so gut wie ein Meter Fahrt. Das habe ich von Ihnen auch gar nicht verlangt. Ich finde... Ich finde, wir beide verstehen uns ausgezeichnet. Aber weil ich zufällig weiß, was Malaria für eine verteufelte Sache ist. Und weil ich nicht weiß, ob sie mich morgen nicht auch wieder mal beim Wickel hat, will ich ausnahmsweise den Menschenfreund spielen. Er war vor uns hier auf der Maschine, da ist nichts zu machen, Bims. Natürlich ist was zu machen. Wenn ich nur nicht so schwach wäre, verdammt. Still. Kohle nachlegen. Du musst Kohle nachlegen. Wie ist der Druck jetzt? Sag's doch. Die Ziffer ablesen. Durst. Kriegt gleich was. Wasser. Ja. Wer holt? Peter. Peter. Guter Junge. Verdammt guter Junge. Peter. Der Junge liebt dich. Weißt du noch? Unsinn. Still. Meine Seele, schäm dich, was machst du denn hier? Wahrhaftig, Wasser. Du bist ja ein Künstler, Panje. Hm? Aber einer alleine soll nicht alles haben, wollte er nicht teilen. Du, Jonas Blue Blue, komm mit, sonst sollst du mir alles aus, wollen Eimer suchen. Komm, du komm, komm. Na, du komm doch, Panje, mach mir das Leben nicht so schwer. Diesmal kneifst du mir nicht wieder aus. Panje. Verdammte Schweinerei. Da haben wir die Bescherung.
Merle, hör auf mit deinen melancholischen Liedern, sonst stecken wir dich ins Frauencoupé. Wie lange wird es denn noch dauern? Na, 3 bis 4 Stunden heißt's. Aber wer weiß. Wir könnten ja sowieso nicht weg, bevor es dunkel wird. Mir ist so komisch. Wie denn? Komisch. Ich weiß nicht. Hier, weg das Kino. Danke. Sie müssen Kohlen nachlegen. Die Kohlen der ganzen Welt würden die Maschine nicht zum Fliegen bringen. Und fliegen müsst ihr können, wenn wir mit ihr weg wollten. Wann sind die Gleise total kaputt? Was ist los? Nichts, nichts. Alles in Ordnung. Wenn es dumm geht, dann fahren wir. Ja, mein Liebling, dann fahren wir. Sie haben verdammt gute Nerven, hm? Was? Die Gleise müssen jedenfalls repariert werden. Es gibt keine andere Möglichkeit für Sie, diese verfluchte Stadt zu verlassen. Ja, wollen es versuchen. Aber leider muss ich aus Ihrem Verein wieder austreten, mein Fräulein. So lange kann ich nämlich nicht warten. So viel Zeit habe ich nicht. Also, viel Glück und adios. Ruhig verhalten. Auf mich verlassen. Hier, Lee! Lass mal auf dem Boden! Ich will an, Tür nicht öffnen! Viel wichtiger ist, vorne sind die Schienen gesprengt. Die müssen wir ausbessern. Also alles mitkommen, auch die Frauen und Gepäck. Dort ist ein Blockhaus, wo ihr sicherer seid als hier. Fahrrad! Nicht nach vorn! Ich will nicht nach vorn! Nach Hause! Nach Hause! Wie heißen Sie? Hermann, als Posten auf die Lokomotive. Runterkommen, los! Ach, du bist der gute Spucker, ha? Hast du auch Courage? Na los, komm mit, mach dich hützlich. Komm, Kevin, mit dem Schein raus. Wir können doch mal hier bleiben. Ihr könnt uns nicht halten! Nein, wir sind abbinden, damit uns keiner von ihnen auf die Pelle rücken kann. Weißt du, wie es gemacht wird? Nein. Nimm dir mal einen Scheiß. So, Blinde ausschlagen. Hopp. So, Bolzen nachziehen.
Hast du? Los, gut. Nur Vorsicht. Nimm dir nicht die Finger. Was ist denn da vorne los? Wolltest du wegschmeißen, aber so, dass sich keiner finden kann. Ihr seid wohl wahnsinnig geworden. Maschinen wollt ihr bei der Hitze? Es kommt keine 10 Verst weit. 300 Verst aber müsst ihr machen. 300 Verst! Ohne Wasser! 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 Ohne die Maschine kommen wir hier nie weg. Und ohne Wasser läuft so eine Maschine nicht. Ist das klar? Wer sich also an dem Wasser vergreift, der gefährdet das Leben aller. Er hat nichts anderes zu erwarten als dieser Wahnsinn hier. Wie bin ich denn, Nade? Habe ich Ihnen was zu sagen, Herr Kommissar? Hier drauf soll stehen was von 5000 Rubel Belohnung. Ich will die Rubel nicht. Ich will zu meinem Mann. Meinen Mann haben Sie heute nach Moskau zurücktransportiert. Zu dem will ich. Die Rubel aber will ich nicht. Hier. Den habe ich heute gesehen. Am Tor. Laudi, den haben Sie gesehen, Genossin? Ja. Товарищ, машина сию минуту. Лауди в городе. Товарищ Крылов, машину товарищу комиссару. Лауди в городе. Что? Лауди в городе. Лауди в городе. Товарищу комиссару, машину. Besser wird? Ja, besser. Aber lange nicht so gut wie dir, wie es scheint. Wieso? Geht's mir denn so besonders gut, meinst du? Du strahlst so. Wie spät ist es denn? 8 Uhr. Es ist schon dunkel draußen. Erst die Schwellenstücke und Eisenteile beiseite schaffen. Ja, aber wir verlieren doch die... Kein Aber, Herr! So wird's gemacht. Erstmal den Bahnkörper ratzekahl sauber machen. Das ist Vorbedingung. Habe ich euch nicht befohlen? Und dann Unterbau auffüllen und planieren, verstanden? Aber ich dachte, dass der Unterbau fest genug ist. Nicht denken. Dazu langt's bei dir nicht. Wir liegen hier zwischen zwei Fronten. Kapiert? Wenn's hell wird, gibt's Saures. Herrschaften, da müssen wir vorher aus der Feuerzone raus sein. Aber ich denke, da sind die Kuhming-Tanks.
Und wenn wir erst bei denen sind, da ist alles in Butter. Dummes Zeug. Sie wollen sich wieder auf andere verlassen. Sie scheinen aber gar nicht bemerkt zu haben, dass wir hier Krieg haben. Und darum glauben Sie auch vielleicht, dass wir drüben beim Kommandant mit Girlanden und Ehrenjungfrauen empfangen werden. Nein, 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 mein guter Kerl, ist nicht. Los, spuckt euch lieber in die Hände. Wir wollen alle raus aus dem Dreck. Komm du, was guckst du mich so an, du alter Stänker? Peter, hier! Na, dieses Mädel. Das ist das Fräulein da, wie heißt sie? Also her mit dieser Christian. Für den deutschen Delegierten. Das juristische Gutachten betrifft der auf chinesisches Gebiet übergetretenen Wolgadeutschen besagt, dass nach Lage der Dinge diese sogenannten Wolgadeutschen anzusehen sind als russische Staatsangehörige, die nach den Gesetzen der Sowjetregierung zu handeln haben, wenn diese russischen Staatsangehörige entgegen den klaren Bestimmungen des russischen Gesetzes unter Übertretung des Verbotes der Freizügigkeit ihre Wohnorte verlassen, um ohne Pass auf eigene Faust irgendeine Grenze zu passieren. Los, da nicht schon! Полезай там! Поморди, буруев! Поморди! А! Ступай, веселей! Ну, влезай, влезай! Не стесняйся! Ты тоже! Дай ему прикладом! Поморди, буруев! Поморди! О! Ступай, веселее! Ну, живей, живей! Дай ему прикладом! Котры! Отецку! Nach den Ausführungen des russischen Delegierten ist die Hohe Kommission der Ansicht, dass sie die Erklärung der russischen Regierung vorläufig als genügend betrachtet, da loyale Handhabung durch das Versprechen des Leiters des Sowjetkommissariats Abteilung 2b gewährleistet ist. Das juristische Gutachten wurde von der Hohen Kommission zur Grundlage eines Beschlusses gemacht. Es sollen zunächst, ehe weiterhin die Beratung über die Erleichterung des Loses der Flüchtlinge eingetreten wird. Wenn's hell ist, müssen wir raus. Nach müssen. So ist es wieder nicht, mein Fräulein. Ich bin mehr als eine Meile rumgepilgert und habe weit und breit kein Wasser gefunden. Die Frauen, die arbeiten können, raus aus dem Bau und Steine schleppen. Sollt alle mithelfen. Und können Sie bitte nichts mehr sagen vom Wasser her? Bitte den Mund halten. Selbstverständlich. Selbstverständlich? Selbstverständlich ist nichts. Ich gehe jetzt mit den 7 Mann Werkzeuge beschaffen für den Gleisbau. Wir werden wohl eine gute Stunde ausbleiben. Wenn es knallt, egal wo, lassen Sie hier keine Unruhe aufkommen. Kommen Sie sich das zu? Ja. Sie sind ja verdammt zuversichtlich. Klar. Zuversichtlich sein, das ist doch unsere einzige Chance. Eine sehr schwache Chance. Welche Material ich wieder habe. Und wenn Sie das wussten, warum haben Sie dann nicht den Ding in Ihren Lauf gelassen, sondern Mannlinge erschossen? Examen? Das zarte Gewissen quält hier wohl, hm? Nur keine Sorge um mein Seelenheil, Fräulein. Ich habe aus purem Egoismus geschossen. Weil ich wahrscheinlich das Wasser gebrauchen werde, was dieser Mann nutzlos vergeuden wollte. Alle Mann hier nach. Komm. Hermann. Ja? Na, alles in Ordnung? In Ordnung. Wie ist der Druck? 8 Atmosphäre. Gut. Also nicht von der Stelle rühren, nichts unternehmen. Egal, was da hinten am Bahnhof jetzt passiert. Verstanden? Und auf keinen Fall den Posten verlassen. So.
Verdammte Unvorsichtigkeit. Ja, das Holz ist irrsinnig trocken. Der Waggon hätte anbrennen können. Christian! Hey, Christian! Ach, hörst du denn nicht? Bei der Merle sind die Wehen schon da. Hoffentlich bleibt es ruhig, bis es soweit ist. Ja, oh ja. Du lachst ja, Christian. Ja, ich freue mich darauf. Worauf, auf das Kind? Ja. Ja, du, weißt du, ich habe es bisher noch gar nicht gewusst, dass mir das eines Tages auch mal passieren könnte. Na, na, na. Denkst du, du bist ein Junge, was? Ja, schaut so aus, was? Aber einer hat's doch gesehen. Und eher als ich. Er hat dir doch gesagt... Alle auf den Baum raus! Komm! Ist doch komisch, dass alle Frauen gleich rennen, wenn ein Eher etwas sagt. Was starrt ihr mich denn so an? Hm? War ich wohl zu lange da drin? Wie? Ich habe bloß mal drüber nachgedacht, warum das Schicksal mit mir so Schindluder treibt. Dass ich immer da sein muss, wo der Tod der letzte Ausweg ist. Hier, ihr beide, ihr bringt den armen Kerl jetzt nach vorne ins Blockhaus. Jawohl. Dort gerade die mein Grab. Verstanden? Jawohl. Die anderen mir nach. Ich will zu meinem Mann. Die Rubel will ich nicht. Старайся устроить, товарищ. Beruhige dich, Genossen. Wenn wir die 45 kriegen, darfst du nach Moskau. Sie sind bei der Niederlassung gesehen worden. Die Spur haben wir ja. 45? Ja, was denn für... Bei Laudi sind noch 44. Keine Genossen. Alles Wolga-Deutsche von der Sorte. Du weißt schon. Ein hübscher Fang. Das lohnt sich, Genossen. Es ist nämlich der Befehl gekommen, dass wir jetzt die Gefangenen einfach erschießen lassen sollen, um ein Exempel zu statuieren. Da haben wir wenigstens nicht mehr so viel Scherereien hier. Bloß Laudi müssen wir lebendig zurückschicken. 45? Weil ich von drüben winke, kommt sie mir nach, aber galopp, verstanden und vorsichtig. Na, wie ein Brückenkopf haben sie das gemacht. Ob die scharf aufpassen? Wenn das nur gut geht, wenn die uns hier aufstöbern, dann kommen wir nicht mehr zur Ruhe. Und mit unserem Zug ist es essig. Ach, Unsinn. Die kriegen uns nicht. Wenn es mir nachgegangen wäre, ich hätte die Chose anders angefangen. Na, was sollen wir machen? Ist doch alles umsonst! Zeitverschwendung! Ach, was du nicht sagst? Sieh doch immer den an, den Oberschlauen da! Nein, falsch, hab ich doch gleich gesagt. Das hier ist Mumpitz. Müsste einfach Folgendes gemacht werden. Da hinten auf dem dritten Gleis, da müsste man Schienen... Quatsch! Mit den Schienen ist überhaupt nichts zu machen! Die bringen wir so und so nicht zusammen!
Bis dahinter können wir verrecken, Puss! Ja, ist ganz fest, die kriegen wir nie und nimmer zusammen. Man müsste erst mal beim Brunnen nach Wasser kommen. Ruhe! Stimmt schon, was du sagst! Halt dein Maul! Los, weiterarbeiten! Du alles Blödsinn, Mensch! Ich mach nicht mehr mit! Ich auch nicht! Der Mannlinger, der hatte ganz recht. Einfach losmarschieren hätten wir sollen, dann wären wir jetzt schon wer weiß wo, hätten Wasser gefunden und wären hier aus dem ganzen Schwindel raus. Was weißt du? Wer noch ein bisschen Grütze im Kopf hat, der packt jetzt seine Sachen und kommt mit dir. Mach du doch, ich weiß doch nicht. Hört doch mich, ich will euch was sagen. Lass den Spencer die Schaufel weg. Hat doch alles gar keinen Sinn. Ihr Idioten, hört doch. Werden Zeige wegwerfen. Hört doch auf, ich bin weg. Hört doch. Ich will euch. Ich will nicht. Es soll mich beleben. Merle. Und ich will auch nicht leben. Oh, Merle. Gut. Nur tapfer sein. Geht alles vorüber, ja? Geht alles vorüber. Es geht schief. Bleib liegen, Bill. Ich hör's doch. Es geht schief da draußen, weil ich nicht da bin. Verdammte Schwäche. Das habe ich nicht verdient. 4000 Kilometer habe ich geschafft. Und jetzt? Das habe ich nicht verdient. Es wird ihm vielleicht was passiert sein. Jetzt ist er schon beinahe 20 Minuten weg. Ja. Sei doch still. Hat er dir nicht gesagt, wir sollen hier stehen bleiben und warten, egal wie lange es dauert? They aren't here. Didn't you see a group of refugees? About 45 with a man called Laudi. No, I didn't see anybody. I haven't been here all the time. Thank you. Carto. Остается вокзал. Лауди со своей бандой, наверное, там. Догони на вокзал, товарищ комиссар. Nicht mehr aus. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Nicht so merkwürdig. Ach, was? Er winkt! Los! Die Posten haben uns schon spitz. Ich bleib hier. Ich werde mich mit Ihnen unterhalten, falls Sie kommen. Mach schon! Was machst du noch hier? Schicken Sie mich bitte nicht fort. Warum? Ich möchte bei Ihnen sein. Das ist kein Pappenstiel, mein Junge. Das kann das Leben kosten. Das weiß ich. Das weißt du schon, du Küken. Duck dich doch hier los! Die sind drüben, Gott sei Dank. Jetzt kommen wir da, mein Junge. Los. So geht's nicht. Wir müssen die Kerls ablenken, damit unseren Leuten nichts passiert. Also Bein in die Hand, los. Quer über die Gleise zur Mauer. Achtung, ein, zwei.
Na Peter, jetzt hast du deine Feuertaufe hinter dir, was? Vorsicht, wir sind hier auf dem Präsentierteller. Achtung, los! Wieder! Achtung! Eins, zwei, hoch! Wieder! Achtung! Weiter, eins, zwei! Peter! Was ist denn los, mein Junge? Hat's dich erwischt? Na, 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 na. Nur mal nicht gleich Angst haben, hm? Das müssen wir doch machen. Das Leben der anderen hängt davon ab. Peter. Ist schon gut. Na, komm. Komm. Gib mal deine Hand hier. Komm, komm. Da sind uns ja die Russen auf der Spur. Дальше в город! Пошел! Дальше. Дальше. Peter rein. Das hat einen übler Riss. Anna, den Natascha. Jungen. Peterle. Habe ich's euch nicht gleich gesagt, dass er nicht tot ist? Du, der lebt wirklich. Was ist denn schon wieder mit euch los? Es wäre besser. Sie wären geblieben, wo der Pfeffer wächst. Mir scheint's aber, ich bin gerade zur rechten Zeit gekommen. Ihr habt euch wohl wieder mal nach guter alter Sitte in den Hahn gelegt. Was geht das hier an? Wir haben uns selbstständig gemacht. Wir haben es satt. Kein Wort mehr. Hier stinkt's ja schon von Worten. Wir haben neue Geschlosser. Ja. Hier. Los, vortreten. Ich jetzt bezeichne, gehen auf die andere Seite rüber.
Vortreten! Von Nebengleis ein Schienenpaar losmachen, alter Herr. Werden Sie es schaffen? Der Schlosser hilft Ihnen dabei. Vortreten. Schienenheber liegen auf der Lore. Vortreten. Sie auch vortreten. Sibirische Eiche. Die übrigen planieren hier. Vortreten da hinten. So kommen Sie her. Nicht verkrümeln, junger Mann. Und legen Schwellenstücke in kurzen Abständen. Los, los. Keine Müdigkeit vorschützen. Na, worauf wartet ihr noch, Herrschaften? Galopp! 3:45 Uhr, 4:30 Uhr müssen wir fertig sein. Sonst schnappen Sie uns doch noch. Hey, hier, der Kleine, Schleppke, mal herkommen. So, Herrmann, auf die Maschine. Jawohl. So langsam anfahren. Jawohl. Bis hierher kommen, ohne Lichter und so geräuschlos wie möglich, verstanden? Jawohl, jawohl. Sitzen. Bring auch den Hebebau mit, damit wir die Schienen hochheben. Jawohl. Ich hab's ja immer gesagt, so wird's gemacht und nicht anders. Von Anfang an meine Idee gewesen. Mit solchen Dingen bringt man die Schienen niemals so. Ah. Da können wir rumrutschen, solange wir wollen. Ruhe! Arbeiten! Wieso kommen wir von hier weg? Den Peter soll's ja böse erwischt haben. Tja, der macht nicht mehr lange. Schade um den Jungen. Jetzt, wo das Ärgste vorbei ist, muss er weg. Das scheint dem neuen Jahr verdammt an die Nieren zu gehen. Mund halten, weiterarbeiten! Niemand kann die Leute nicht mehr. Auf dem, der sie war. Sie wecken kurz, Junge. Auf dem, der sie war. Das ist ein Geist. Da soll die Leute wieder. Ich hätte mich nicht von ihm überreden lassen sollen. Ich wollte ihn ja auch schon wegschicken, aber er bestand ja drauf. Keiner möchte ich glauben. Es war Absicht. Nun, geht's besser, Peterle? Ja, ja. Ja, du Schlingel, du. Ihr liebt euch, ja. Ihre so zu decken. Bitte, Mutter. Ja, mein Liebling. Ja. Er liebt. Wasser, schnell, Wasser! Komm, du musst noch mal laufen, ja? Man soll schnell fahren. Wir brauchen sofort Wasser. Einen ganzen Eimer Wasser. Wir sind nach Hause.
Komm rein, komm zum Leben. Fremde Walsche. Natürlich wird ein Junge. Warum kein Mädel? Das ist doch auch ganz schön, ein Mädel. Mädels gibt's genug auf der Welt. Für mich nicht. Na, wenn das Mädel so eine große Schnauze hätte wie du, dann könnte man sie nicht verheiraten. Ja. Drei, fünf. So, jetzt die Schlacht machen, Jungs. Wenn ihr das Ding jetzt mal niederlasst, dann kriegt ihr das Arsch nicht mehr hoch. Ohne Schwenken. Mehr schwenken! So ein paar Meter. Langsam. Hin! Jetzt! Ab! Na, Rothaariger? Wie sieht's aus mit den Laschen? Fassen wieder mal! Gut, mein Sohn. 4:05 Uhr. Im Osten wird's schon hell. Wenn die Uhr drüben bei den Komitanz richtig geht, gibt's dann Zunder. Also lustig weiter, Herr Schlossermeister. So. Это мы их на следующего года не найдем. Здесь тысячи вагонов. Ничего, расцветет, станет легче. Чего разболтались? Оля! Mal die Pflanzen gut anpassen. Hm? Muttern alle hart nachziehen hier. Alter Herr. Na, das haben sich wohl nicht träumen lassen. Ne? Schwer gefallen? Oh, nö. Jetzt sind wir bald rüber über den Berg. Husar, schmeckt der Käse wieder? Jawohl, Kemp. Gut, na, Schlosser. Weitermachen, alter Facharbeiter. Ich freue mich von Herzen, dass Sie so gut überstanden haben. Ach was, mit mir brauchen Sie keine Geschichten zu machen. Ich bin ja desertiert, sozusagen. Sie sind verdammt streng mit sich selbst. Was habe ich denn da verdient, mein Guter? 7 mal, 70 mal den Tod. Da haben Sie feierlich recht, wenn Sie mir die Hand nicht geben wollen. Nein, ich verstehe Sie ganz gut.
Ich habe Sie schon damals verstanden. Was ist denn, Bub oder Mädchen? Ein Junge! Ein Junge! Ihnen bleibt ja doch noch die schwerste Arbeit, dieses Biest von Lokomotive, wie so ein zartes Flaumfederchen, über die geflickte Stelle rüber zu balancieren. Da müsste ich mit der Maschine schon den Niagara rauffahren. Was? Um die Scharte auszuwitzen, glaube ich. Oh, was? Loslassen! Ja, ich bin kein Krüppel. Ich kann schon allein. Aber auf, Lauri! Können Sie jetzt anfahren? Fertig! Wenn wir erst in Deutschland sind, zeigen wir den Trick im Zirkus. Mensch, von den 100 Metern werde ich noch am nächsten Tag träumen. Kinder, aber Vorsicht! Gib Oberacht! Vorsicht! Der kleine Prinz, komm mir nicht an der Ruhe anfassen, ich bin keine Kitzel. Ja. Wo ist eigentlich Christian? Nur keine Sorge, die bringe ich schon. Und zwar auf den Händen. Wenn du es gestattest. Was ist das? Ach so. Oh, Junge, wenn du so dabei nur nicht die Finger verbrennst. Aber wenn ich sie bringe, du, dann behalte ich sie auch. Einverstanden? Gut. Abgemacht. Na, was sagst du dazu, Hermann? Und sowas will nun meine Familie. Hotte, Hotte! Mach rein in die gute Stube! Die nehmen wir zur Reserve mit. Wenn die Maschine Schlag macht, dann spannen wir den Golf vor. Nee, 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 nee! Gefangen gehört mir. Jetzt sind wir in Deutschland am Flug. Wir müssen jetzt Abschied nehmen von Ihnen. Ist schon Zeit? Ja. Ja, es ist Zeit. Ich weiß nicht, beten kann ich nicht. Das fällt mir auch nicht ein. Aber weißt du, was ich denke? Er hat einen guten Tod gehabt. Ich möchte auch mal so einen haben. Für was sterben können. Das ist doch das Beste. Das ist doch ein Gebet. Und ein sehr schönes sogar. Ja. Gute Nacht, mein Junge. Nicht eine noch ein bisschen von dem Weißzeug da. Warte mal, ich sollte von mir auch was haben. Ich habe Novgorod allein. Echtes Novgorod. Das war das erste Hemdchen von meiner Dunjascha. Nimm's. Meine Dunjascha wird sich freuen. Das Engelchen.
Das ist lieb von dir, Helene. Unser Kleiner wird sich auch damit freuen. Ja, um Gottes Willen. Mika, wie kommt Mika? Der Junge hat doch noch gar nicht gegessen und getrunken. Und schon... So dumm kann nur ein Mann sein. Nicht wahr, mein Kleiner? Die Männer sind so dumm. Hey, du da! Gerät, gerät! In diese! Wege der Gabel, du sagst, die Schuss, mein Gott! Просыпайся по всей линии, обыщи вагоны! Пошел! Пошел! Товарищ комиссар, московский фабрикат. Если Володя убежит, я отцовский зашел. Хуже! Вперед! Христиан, weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe da mit Ihrem Bruder eine Wette abgeschlossen. Die will ich um keinen Preis der Welt verlieren. Aber ich kann sie nur durch Sie gewinnen. Und wenn ich Ihnen helfen kann? Und ob? Nein, ich lasse mich nicht überrumpeln. Ich kann sehr gut auf meinen eigenen Füßen stehen. Ich will mich dafür nicht tragen. Schade. Ich werde Sie von heute an nur noch auf den Händen tragen wollen. So ist richtig. Was ist denn das? Da sind sie, die Russen. Ich sage sie mal, komm. Nicht auf hier, nicht! Los alles! Dieser Waggon bleibt leer. Die Russen sind hinter uns her. Wenn sie schießen, ist dieser Wagen die Zielscheibe. Alles Mögliche in den ersten Wagen rein. Los! Na los, holt ihr alles raus! Los! Hopp! Nicht vergessen! So! Ein Mann, ein Wort! Und jetzt langsam anfahren. Die Russen sind hinter uns her. Deutschen Delegierten mitzuteilen, dass die Hohe Kommission zurzeit nicht in der Lage ist, einen Entschluss über die Erleichterung des Loses der Flüchtlinge zu fassen. Es muss erst ein Gutachten vom Gerichtshof im Haag eingefordert werden. Die Hohe Kommission bittet um Zustimmung aller Herren, sich zu vertagen. Diejenigen Herren, die mit Ja stimmen, bitte ich, sich zu erheben. Gentlemen, the proposal to postpone the commission has been accepted by everybody except the German delegate. Der Vorschlag zur Vertagung der Hohen Kommission wurde mit allen Stimmen gegen die des deutschen Delegierten angenommen. Bravo, Anit! Jetzt haben wir es geschafft. Wahres Biest von der Lokomotive. Ja, manchem sieht man es von außen nicht an, was in ihm drinsteckt. So. Meinst du mich damit? Nein, die Maschine. Kram mit vier! Oh. Mensch, hast du ein Schwein, du! Na, halt doch auf! Bald ist der Weg zurück ins Heimatland.
so weit, nein, weit. Dort bei den Sternen über Waldesrand liegt die alte Zeit. Ja, wohin fahren Sie denn eigentlich, meine Herren? Über Zandschon, Buchten, Deiren, Shanghai, Hamburg. Hamburg. Deutschland. Nein. Nach Hause.